So, mit O, ich werde hier gerade belagert. Wir sind beim Monat 7 angekommen. Übliches Prozedere 8700 Grafts bei Elitair, 5000 Grafts in der ersten Runde im Jahr 2019 im August und 3700 Grafts in der zweiten Runde 2020 im September. Ich werde gerade aufgefressen. Ich zeige euch erstmal den Kopf. Ihr habt die Bilder gesehen. Dann gleich noch ein paar Worte und dieses Mal, so jetzt habe ich meine Ruhe, noch eine Frage an euch. Aber erstmal die Rübe. So. Die linke Seite. Rechte Seite. Und einmal den Prachtkopf von hinten. So. Also, ich komme sofort zum Punkt. Ich möchte mir die Haare abrasieren. Endlich. Aber wir sind ja erst bei Monat 7. So. Ich hatte das ja letztes Mal schon erzählt, ich würde mir am liebsten die Haare jetzt schon eigentlich, schon im letzten Monat eigentlich abrasieren. Ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Man sieht immer aus wie so ein 20, 21, 22-jähriger Sunny Boy. Aber das ist eigentlich auch gar nicht mehr so das, wie ich so in der Welt herumlaufen möchte. Und schönes Kinder, ne? Ich möchte auch die Haare abrasieren. Und ich möchte euch aber irgendwo auch noch einen relativ schönen Verlauf des Ergebnisses geben. Und das ist der Grund, weshalb ich jetzt euch so ein bisschen frage, wie wichtig ist es euch, dass ich die Haare so lang wie möglich bis Monat 12 quasi auswachsen lasse? Ich habe es hier nun schon an Seiten ein bisschen gekürzt, weil es ansonsten viel zu chaotisch wird. Und naja, im Endeffekt ist die Frage, bis Monat 12 warten. Und ich würde tatsächlich dann jetzt noch 5 Monate so rumrennen wie Lumpi. Oder irgendwo mittendrin, was weiß ich, bis Monat 10 oder so. Das heißt, wo sind wir jetzt? Mai, Juni, Juli. Ich rasiere sie dann im Juni oder Juli ab und ich versuche dann nochmal quasi so einen Vergleich zu bringen von diesen letzten 2, 3, 4 Monaten, wie quasi jetzt wo hoffentlich bald alle Grafts sich erholt haben, auch tatsächlich dann sofort anfangen würden zu wachsen. Wie arg dieser Vergleich eigentlich ausfällt zwischen du hast die OP und die Grafts sind noch in diesem Schockzustand und viele wachsen erst sehr viel später im Gegensatz zu diesen neuen 2, 3 Monaten und du rasierst dir die Haare ab und dieser Schockzustand ist ja nicht mehr vorhanden, sondern die Haare, die neu eingesetzt worden sind, wachsen sofort. Und dann würde ich es in die Richtung quasi aufziehen. Ich sehe natürlich ein, dass ich natürlich jetzt die Haare nicht sofort abrasiere, irgendwo auf der Hälfte, ne, Köfka, sondern mindestens noch 2, 3 Monate mit für euch warte, damit ihr das nochmal gescheit erkennen könnt mit dieser Haarlänge. Ich meine, Hintergrund ist halt auch noch, ich zeige euch das einfach mal, ich hoffe, die Katze schnurrt jetzt nicht zu doll und ich hoffe, man erkennt das dann auch noch mit dem Licht, weil wir sind jetzt hier schon bei 20 Uhr. Die liebe Pigmentierung. Ich würde wirklich gerne, das ist der Haupthintergrund von dem Vorhaben mit dem Abrasieren. Ich würde extrem gerne die Haare so kurz wie möglich rasieren, damit nochmal so richtig die Juli- und Augustsonne mitgenommen werden kann, damit diese gottverdammte Pigmentierung weiter verblasst und man das nicht mehr so arg sieht. Ja, ich werde hier und da trotzdem noch, obwohl, also jetzt in letzter Zeit nicht mehr, aber so vor 2 Monaten wurde ich doch hier und da immer mal wieder auch noch auf der Arbeit angesprochen, ob ich da irgendwie Hautkrebs hätte. Und wenn ich überlege, dass ich höchstwahrscheinlich im September an die Schule gehe als Lehrer, möchte ich nicht von Grundschülern auf meine Kopfhaut angesprochen werden. Und dann ist der Plan, eine möglichst braune Kopfhaut zu haben und noch im Zuge des Sonnenlichtes
dass diese Pigmente so schnell wie möglich verblassen. Und ich merke das tatsächlich, das sieht man vielleicht auch auf einigen Bildern, dass der Bereich, der am schlechtesten von der Tonsur anwächst, wirklich dieser kleine Kreis hier oben, dass da die Pigmentierung sehr stark ausgeblasst ist und Bereiche, wo dann die Haare schnell drüber gewachsen sind, irgendwo hier die Richtung, dass das noch weitaus dunkler ist. Dementsprechend kann man da mit Sonneneinstrahlung tatsächlich eine Menge machen und das geht dann auch ruckizucki. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Also ich wäre euch da unfassbar verbunden, wenn ihr das mal in die Kommentare hauen könntet für die Orientierung, weil ich eigentlich keine Lust mehr habe. 2 Monate, 3 Monate auf jeden Fall noch. Das mache ich einfach dann, aber 5 Monate noch rumrennen wie Liesel und sich dann erst im Winter mit blasser Haut die Haare abrasieren und die Schüler sehen diese Pigmentierung. Nein, ich will das nicht. Ja, kann ich ansonsten noch irgendwas zu dem Rest sagen? Monat 7 ist natürlich jetzt so diese Phase, wo die Haare im Frontbereich bloß noch dicker werden, aber die Haare im Tonsurbereich tatsächlich jetzt so wirklich anfangen zu wachsen und da auch fast täglich die neuen Grafts wieder erwachen aus der Tiefschlafphase. Ich bekomme hier und da Kommentare, wo genau das erfragt wird und ihr braucht da wirklich Geduld. Also mit dem Tonsurbereich, das ist hässlich und es hat einen Grund, warum viele diesen Bereich einfach immer nicht zeigen, indem sie hier den Kopf nicht mehr neigen. Oder, ne, das ist ja auch eine schöne Perspektive, sieht alles super voll aus. Man sieht vielleicht hier so ein bisschen was, aber wenn man dann so runter geht, merkt man doch, dass es nicht das Vollste ist. Ich bin aber gespannt, was jetzt tatsächlich noch die nächsten 3, 4 Monate, man sagt, der Tonsur wächst sogar 18 Monate insgesamt, aber was jetzt tatsächlich in dieser heißen Phase jetzt noch passiert auf dem Kopf, auf dem Hinterkopf in den nächsten 3, 4 Monaten, das wird noch ganz schön happig, glaube ich. Ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge dazu. Naja, haut's mir in die Kommentare mit dieser anderen Geschichte und dem Rasieren. Ich freue mich echt auf einen Kurzhaarschnitt. Einfach auch beim Radfahren und Co. mich nervt dieses Gezottel an den Seiten immer irgendwie. Und dann steht er so ein bisschen ab. Das ist auch irgendwo gar keine optische Entscheidung mehr, sondern einfach so, wie man sich besser fühlt vom Lebensgefühl her. Einfach kurze Haare, man wacht morgens auf, hat nicht irgendwie das Professor-Chaos-Haar. Jo. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid gut unterwegs, ihr seid alle gesund in diesen merkwürdigen Zeiten und verabschiede mich, freue mich dann auf die Antworten unten. Bis zum nächsten Video.